Letzter Schritt: Roboter-Zündsystem anbringen. Danke, dass Sie die Helpdesk-Technologie benutzt haben. Willkommen im Gadgetron Helpdesk-System. Wir stehen dir während deiner Reisen mit Rat zur Seite. Das Helpdesk-System ist ein kostenloser Service der Gadgetron Corporation. Meldungen des Helpdesk-Systems unterbrechen, indem du die Dreieck-Taste drückst. Im Pause-Menü kannst du unter Optionen Meldungen des Helpdesk-Systems ausschalten. Der Omnischlüssel 8000 von Gadgetron führt einen neuen Kometenschlag aus. Um ihn einzusetzen, gehst du zunächst durch Drücken der R1-Taste in die Hocke und drückst dann die Quadrat-Taste. Erhalten. Wenn du verletzt wirst, repariert das von Gadgetron patentierte System deinen Körper von innen heraus. Yeah.
Einsatz des Bombenhandschuhs musst du zunächst die Kreistaste drücken, um ihn zu aktivieren und dann erneut, um ihn abzufeuern. Du kannst ihn auch in der Ego-Tür-Sicht einsetzen, indem du die L1-Taste gedrückt hältst. Interessant. Sie sind gut mit dem Schraubenschlüssel. Na klar. Ich habe das Schiff damit gebaut. Ich suche gerade jemanden, der mir dabei helfen könnte, das Sonnensystem zu retten. Wissen Sie vielleicht, wo ich so jemanden finde? Naja, er kommt jede Woche im Radio. Ansonsten, nein. Was soll das überhaupt heißen, das mit dem Sonnensystem retten? Hallo, Bürger von... Mein Volk, die Blag, haben ein kleines Problem. Unser Planet ist zu verschmutzt, überbevölkert und vergiftet, dass er unbewohnbar ist. Aber ich, der Vorsitzende Drake, habe eine Lösung. Wir erschaffen aus den besten verfügbaren Planetenteilen eine neue Welt. Was habe ich damit zu tun, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Mit einer hochkomplizierten Technologie, die Sie sowieso nicht begreifen würden, entfernen wir einen großen Teil Ihres Planeten und verwenden ihn für unsere neuen. Unglücklicherweise wird diese Massenveränderung Ihren Planeten aus seiner Bahn werfen und direkt in die Sonne schleudern, wo er zu einer flammenden Gaswolke wird. Aber Opfer müssen natürlich gebracht werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr eure nervigen, wehleidigen, rotznäsigen Völker nehmen, sie hinter mir aufstellen und mich arme... Wir sind noch drauf? Dann mach es aus, du Vollidiot! Die Leute auf dem Planeten sind arm dran. Naja, viel Glück beim Überzeugen von Captain Quark. Eigentlich kannst du mir helfen. Wenn du mich mit deinem Schiff zu den Koordinaten in diesem Infobot bringst, dann kann ich dort mehr in Erfahrung bringen. Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Mir fehlt ein wichtiges Teil vom Schiff. Das Roboter-Zündsystem. Woher weißt du das? Nun, Sir, ich bin zufällig mit dem neuesten Zündsystem ausgestattet. Ich bin darauf programmiert, jedes Schiff starten zu können. Hört sich gut an. Also ich bring dich nach wohin auch immer und du startest mein Schiff für mich. Das ist genau mein Vorschlag. Okay. Das könnte Ärger machen. Kümmert euch drum. Wow, das ist toll. Da habe ich also die ganze Zeit festgesessen. Bitte legen Sie Ihre Gliedmaßen wieder auf die Steuerung, Sir. Hä? Ah ja, sorry. Ganz nebenbei, nenn mich doch bitte nicht Sir. Ich heiße Ratchet. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Hast du einen Namen? Meine Seriennummer ist B54296. Ups. Ich nenne dich einfach Clank. Ist kürzer. Festhalten! Sie sehen also, es ist sehr wünschenswert, wenn Ihre Einwohner nicht in der Stadt wären, wenn wir sie entfernen. Welche Anmaßung! Das lasse ich niemals zu!
Unglücklicherweise haben Sie leider keine andere Wahl. Wir werden ja sehen, was Captain Quark dazu zu sagen hat, mein guter Mann. Was ist daran so lustig? Captain Quark erledigt Sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie, Kleiner. Sie haben unsere Gastfreundschaft jetzt erschöpft. Und meine Geduld. Das ist Ihre letzte Chance. Beenden Sie diesen Wahnsinn. Okay, Moment. Tut mir leid, ich ziehe meine Truppen ab. Wirklich? Nein, er gehört euch, Gentlemen. Und hinterlasst bitte keine Spuren. Clank, wo bist du? Ich bin hier. Oh, das tut mir leid. Tja, so wie wir herkamen, kommen wir nicht weg. Vielleicht könnten wir uns von einem der Einwohner ein Schiff borgen. Falls es noch welche gibt. Hallo, Fellknäuel. Thank you.
verdammt. Da, ein Klempner hinter. Was hast du gesagt? Der Klempner ist hinten. Prima, Klugscheißer. Solltest du nicht auf einem der Rettungsschiffe sein? Rettungsschiffe? Top News. Riesige Roboter greifen an. Die Rettungsschiffe bringen alle reichen Leute von diesem elenden Planeten weg. Warum bist du nicht dabei? Sozioökonomische Disparität. Was? Er hat nicht genug Bowls. Wir Arbeiter müssen warten, bis Captain Quark uns rettet. Hast du was, was viele Bowls wert ist? Ich hab das hier. Zeigt zwei Spinner, die ihr Schiff ruinieren. Und das zeigt auch die Koordinaten eines Wüstenplaneten an. Ein Infobot. Ratchet, den können wir gebrauchen. Mit Karacho! Ist der gerade ein Abflussrohr runtergerutscht? Mayday, Mayday! Hier ist das Solarschiff Radical! Wir werden von der Planetenoberfläche aus angegriffen! Ganz cool, Junge. Sieht eher aus wie ein riesiges Feuerwerk. Wahrscheinlich zu deinen Ehren. Wow, das war knapp! Ah! Sei ruhig, ich muss mich konzentrieren. Wir wurden getroffen. Ah, ein kleiner Umweg. Wenn wir gelandet sind, werde ich eine Vorstellung für dich organisieren. Solange werden wir nicht leben. Junge. Lass uns abhauen! Raus hier! Raus hier! Hast du den Kerl da links gesehen? Das war Skid McMarks. Kennt er den Captain Quark? Wohl kaum, er ist ein Hoverboard-Profi. Tut immer so, als wäre der Allercoolste. Scheint, als hätte er Ärger. Ja, genau. So verängstigt habe ich ihn noch nie gesehen. Gadgetron Infobots verfügen über Koordinaten für neue Planeten. Da du nun den Infobot für den Planeten Aridia hast, fehlt dir nur noch ein Schiff, um dorthin zu kommen. Drücke und halte die L1-Taste, um in den Umsehen-Modus zu gelangen. In diesem Modus kannst du auch den Schraubenschlüssel und deine Waffen verwenden. Nice.